großer Andrang beim Fulbrights Sommerfest in den neuen Räumlichkeiten im Wiener Museumsquartier. There are two things I always see about working at the Fulbright Commission. It's wonderful, I get praised for the good work that my staff does, and we have this sexy address. Das freut mich total, dass solche Events wie heute stattfinden, die einfach auch Personen, die vor 50 Jahren Fulbrighter waren, mit Leuten wie mir, die gerade jetzt auf ihr Abenteuer starten, vernetzen und man von deren Erfahrungen noch lernen kann. Ich habe das Glück gehabt, in der Stadt New York zu studieren und dann sogar zu arbeiten. Und das war von 1963, 64 an der New York University. Ich studiere Italienisch und Englisch dann hier in Wien an der Uni Wien und ich werde jetzt fertig, habe nächste Woche Diplomprüfung und habe mich vor einem Jahr begonnen zu informieren, was man denn so nach dem Studium im Ausland machen kann und bin dann auf Fulbright gestoßen, also eigentlich auf der Uni. Ich studiere Germanistik und da gibt es relativ wenig Auslandsmöglichkeiten im anderssprachigen Ausland und ich bin durch Internetrecherche eigentlich ganz zufällig auf Fulbright gekommen. Da Englisch meine stärkste Fremdsprache ist, habe ich mir gedacht, das wird passen. Ich war 51, 52 in Ohio mit einem Fulbright-Programm und es war für uns alle und auch für mich die Basis für eine diplomatische Karriere. Fulbright ist eigentlich eine Lebenserfahrung, ein völkerverbindender Austausch zwischen zwei Nationen, wo es wirklich darum geht, Ambassador vom eigenen Land zu sein, die eigene Kultur zu transportieren und damit völkerverbindenden Nutzen zu schaffen. Es geht eigentlich um lebenslange Freundschaften, die aus diesem Programm entstehen. Wir sind heute auch hier, um Spenden zu sammeln. Die österreichische Regierung unterstützt das sehr stark, aber wir wollen es auch unterstützen, deswegen sind wir heute hier. Wir arbeiten daran, Fulbright einfach fit fürs nächste Jahrtausend zu machen, um einfach zu zeigen, was Fulbright wirklich bringt, was der Nutzen von Fulbright ist und um Alumni jetzt diesmal auch zum ersten Mal die Chance zu geben, etwas zurückgeben zu können. Fulbright ist ein Kind des Krieges, ja? Und es ist einfach die zentrale Einsicht nach 45, dass wir zusammen leben müssen in Frieden. Und wenn wir einander kennen, tun wir uns leichter. Ich würde Fulbright wünschen, noch mehr Studierende, noch mehr Interessenten, noch mehr akademische Lehrer und eine noch engere Verbindung der Universitätenlandschaft zwischen den USA und Österreich.